Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Hier ist Kai und heute habe ich für euch ein Rezept für alle Geflügelliebhaber. Es gibt Hühnerfrikassee mit Reis. Ja, wir brauchen das komplette Equipment, Thermomix, bis auf diesen Rühreinsatz. Das müssen wir heute alles dabei haben, denn wir kochen den Reis natürlich gleich im Topf mit. Dazu wiegen wir den hier in den Gareinsatz ein. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. 200 Gramm Reis steht im Rezept. Ich mache jetzt nur 125 Gramm rein, weil mir ist es oft zu viel Reis. Und das ergibt keinen Sinn, dass man dann die Hälfte irgendwie, keine Ahnung, am nächsten Tag wieder aufbraten muss. So viel Reis kann kein Mensch essen. 1 Liter Wasser dazu, dann der Deckel vom Thermomix drauf und wir kommen zu unserem Varoma. In den Varoma selbst kommen 500 Gramm Hühnchenbrust oder Hähnchenbrust ist es eigentlich, ja. Die haben wir jetzt hier so in schöne kleine Stücke geschnitten. Das macht ihr rein, verteilt das so ein bisschen. Dann ein Glas Spargel. Das habe ich als Kind habe ich das geliebt. Dosenspargel oder Gläserspargel. Auch nochmal in kleine mundgerechte Stücke geschnitten. Dann 250 Gramm frische Champignons, ebenfalls in Stückchen geschnitten. Und das Ganze vermischen wir jetzt so ein kleines bisschen, damit es gleichmäßig gegart wird. Oh, das riecht schon nach diesem Dosenspargel oder Gläserspargel. Großartig. Der Einlegeboden kommt drauf. In den Einlegeboden machen wir 3 Zwiebeln, die wir geviertelt haben. Werden ebenfalls gegart, nachher dann aber im Mixtopf zerkleinert. Und das hier sind 2 Möhren ebenfalls in Stücken Möhren oder Karotten, sagt man ja auch gelegentlich. Zack. Deckelchen drauf und das Ganze garen wir jetzt 40 Minuten auf Varoma-Stufe. Umdrehung 1 reicht. So, und ihr habt jetzt den Vorteil, wir lassen jetzt die Zeit ein bisschen schneller laufen. Ich warte jetzt mal 40 Minuten und dann sehen wir uns wieder. 40 Minuten vorbei und unsere Möhren und Zwiebeln sowie unser Frikassee, unser Hühnchen ist schön durchgedämpft worden. Wir stellen das jetzt einmal beiseite, ebenso auch den Reis, den nehmen wir raus. Ich habe wie gesagt ja nur 125 Gramm genommen statt 200 Gramm. Ich finde aber, das reicht. Das stellen wir jetzt ein bisschen warm. Ich mache das immer hier so in meinen Backofen, denn wir kümmern uns jetzt mal noch um die Soße. Die Garflüssigkeit müssen wir jetzt auffüllen mit Wasser auf etwa 750 Milliliter. Ich habe fairerweise, um das jetzt zu sagen, gerade nachgemessen. Also es fehlen noch etwa 150 Milliliter. Dazu kommen 2,5 Esslöffel Hühnerbrühe. Reismehl 70 Gramm. Das könnt ihr selber nachmachen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann schaut einfach mal in unserem Wunderkesselforum nach. Da gibt es das ein oder andere Rezept dazu. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Speisenstärke nehmen. Dann würde ich allerdings ein bisschen weniger nehmen. Also so 60 Gramm Speisenstärke reicht aus. Wie gesagt, Reismehl ist aber geschmacklich ein bisschen anders. Ich bevorzuge das. Den Saft von einer Zitrone machen wir dazu. Dann haben wir hier 100 Milliliter Sahne. Und für den guten Geschmack natürlich etwas Weißwein. 30 Milliliter habe ich dazu jetzt geholt. Und natürlich kommen unsere Zwiebeln und unsere Karottenstückchen noch mit in die Soße. So, die sind schon vorgedünstet. Das heißt, wir brauchen nur noch etwa 4 Minuten auf 100 Grad, Stufe 5, das Ganze aufzukochen und etwas zu zerkleinern. Unsere Soße ist soweit fertig, aber es fehlt noch eine Zutat und diese Zutat polarisiert wahrscheinlich wie kaum etwas anderes. Das Einzige, was noch mehr polarisiert ist, Ananas auf der Pizza. Ich habe noch Kapern hinzuzufügen. Ich liebe Kapern. Ich weiß, es gibt Menschen, die das überhaupt nicht mögen, aber es ist mein Frikassee. Deswegen gibt es jetzt noch Kapern dazu. 5 Sekunden Stufe 2, nochmal kurz durchmischen und dann ist es eigentlich auch fertig.
3, 2, 1. Reicht schon. Wir holen jetzt unser Hähnchenbrustfilet, das wir warm gestellt hatten zwischendurch, machen das in eine Schüssel und vermischen das mit der Soße. So, jetzt versuche ich mal unfallfrei die Soße hier in die Schüssel zu gießen. Das riecht aber schon richtig gut. Vor allem mit Kapern. Ist schon fast zu viel Soße, finde ich. Aber es gibt ja noch Reis dazu. Der wird ja nochmal dazu serviert. Und ich mische das jetzt gerade hier mit dem Spatel. Na, es ist fast schon zu viel Soße, würde ich sagen. Aber wir haben auf 750 Milliliter aufgefüllt. Riechen tut es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich richte das jetzt mal an auf dem Teller mit dem Reis dazu und dann schauen wir auch, ob es genauso gut schmeckt, wie es riecht und aussieht. Also nach wie vor bin ich der Meinung, die 125 Gramm Reis reichen auf jeden Fall auch für 4 Personen. Ich glaube, das kriegt man durchaus hin, so etwa ein Teller für eine Person. Das sieht gut aus, aber die Frage ist, schmeckt es auch gut? Die Farbe fand ich sehr ungewöhnlich jetzt, das ist natürlich durch die Karotten. Wir haben eben schon gedacht, sieht ein bisschen aus wie der Eierlikör, den wir mal gemacht haben. Aber schmecken tut es richtig gut. Das Schöne ist, genau, das Fleisch ist richtig schön zart, nicht trocken geworden. Die Soße ist fantastisch, gerade mit den Kapern auch und dem Spargel. Ich finde es großartig. Ja, das kann man durchaus so als sonntagliches Mittagessen auf den Tisch stellen. Schmeckt wirklich fantastisch und wie immer überhaupt nicht viel Arbeit. Alles aus einem Topf. Vielleicht macht man noch einen schönen knackigen Salat dazu oder so, aber das ist wirklich ein sehr, sehr schmackhaftes Hähnchen oder Hühnchen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schmackhaftes Frikassee. Man kann es vielleicht auch mit anderen Fleisch, vielleicht mit Truthahn oder sowas oder Pute, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ihr könnt mir auch schreiben, ob ihr das genau so zubereiten würdet oder vielleicht habt ihr es auch schon anders gemacht. Schreibt mir das in die Kommentare und denkt auf jeden Fall dran, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat, den Kanal zu abonnieren und schaut doch einfach auch mal in unser Wunderkessel Forum, denn da gibt es jede Menge tolle Gerichte, die ihr und wir natürlich hier in der Wunderkessel Küche auch immer wieder gerne nachkochen. Bis dahin sage ich vielen herzlichen Dank, guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.